Hallo Leute, heute gibt es von mir mal wieder einen Fashion Haul, aber ich dachte mir, ich mache es diesmal ein bisschen anders und versuche euch mit meinen begrenzten Möglichkeiten sowas wie eine Haul-Show zu drehen und euch die Sachen auch getragen vorzuführen. Ich habe niemanden zum Drehen da, das heißt, ich muss das alles mit Stativ machen und selber fokussieren und mein Zimmer ist auch kein so wunderschöner Hintergrund, aber wir versuchen das trotzdem mal und wenn euch das gefällt, dann mache ich mir vielleicht öfter die Mühe. Wenn nicht, dann lasse ich es, weil dann lohnt sich das ja nicht. Ich war ein bisschen einkaufen. Das sind so ein paar Sachen, die ich über die letzten 4, 5 Wochen gesammelt habe. So ungefähr, seit ich den letzten Haul hochgeladen habe. Ich war in Berlin und habe da ein bisschen eingekauft. Ich war auf Ninas Tauschparty und habe da ein paar Sachen abgezogen. Und da war ich natürlich auch hier im Sale ein bisschen einkaufen. Zum Beispiel habe ich diesen Pulli ergattert. Das ist der, von dem ich im letzten Haul erzählt habe, der Tapetenmuster-Pulli von C&A. Und ich habe ihn im Sale bekommen und musste ihn einfach mitnehmen. Und ansonsten habe ich auch ein paar Sachen gefunden, an denen ich nicht vorbeigehen konnte. Und die zeige ich euch jetzt und ich hoffe, es gefällt euch. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir euer Feedback auf jeden Fall in den Kommentaren. Ansonsten verlinke ich euch am Ende nochmal meinen letzten Fashion Haul, der vor ein paar Wochen online kam. Da könnt ihr auch mal reingucken, wenn euch das gefällt. Und ansonsten war's das erstmal von mir. Gehabt euch wohl, macht's gut und tschüss!